Der Start in die neue Handelswoche erfolgte relativ impulslos. Der deutsche Leitindex DAX notiert zurzeit kaum verändert bei etwa 12.650 Punkten. Der Euro im Vergleich zum US-Dollar liegt bei knapp unter 1,18 und die Goldnotierungen können sich oberhalb der 2000 US-Dollar-Marke etablieren. In der letzten Woche gab es noch einiges an relevanten volkswirtschaftlichen Indikatoren zu vermelden. Insbesondere aus den USA die Arbeitsmarktdaten. Dort ist zu erkennen, dass es erneut 1,7 Millionen neu geschaffene Stellen gab, demzufolge die Arbeitslosenquote auf 10,2% immerhin noch leicht gesunken ist. Allerdings zeigen auch die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung aus der letzten Woche, die immer noch bei etwa 1,1 Millionen liegen, dass die große Erholungsdynamik am US-Arbeitsmarkt zunächst einmal vorbei ist und vor dem Hintergrund der nach wie vor relativ dynamischen Infektionslage und dadurch implementierter Shutdown-Maßnahmen in den kommenden Wochen auch damit zu rechnen ist, dass die Arbeitslosigkeit nicht mehr sehr schnell abfallen wird. Für Deutschland wurden in der letzten Woche die Juni-Exportdaten veröffentlicht. Mit einem Plus im Vormonatsvergleich von 15% ging es deutlich nach oben, wenngleich man sagen muss, die Exporte liegen damit immer noch etwa 10% unter dem Vorjahresniveau. Dabei gibt es deutliche regionale Unterschiede. Während die Exporte in Richtung China sogar 15% über dem Vorjahresniveau liegen, liegen die Exporte in Richtung USA 20 und in Richtung Großbritannien immer noch 15% unter dem Vorjahresniveau. Und daran kann man erkennen, dass auch die weitere wirtschaftliche Entwicklung für Deutschland insbesondere davon abhängt, wie es in wichtigen Exportabnehmerstaaten, und dazu gehören auch einige große Schwellenländer dieser Welt, in Sachen Corona und damit auch in Sachen wirtschaftlicher Erholung weitergehen wird. In dieser Woche werden von volkswirtschaftlicher Seite keine besonders relevanten Daten mehr veröffentlicht und darum ist davon auszugehen, dass diese etwas impulslose Seitwärtsbewegung an den internationalen Kapitalmärkten zunächst einmal weitergeht. Es geht aus technischer Sicht auch darum, die deutlichen Aktienkursgewinne, die deutlichen Gewinne des Euro im Vergleich zum Dollar und natürlich auch vor allen Dingen die deutlichen Gewinne im Edelmetallsektor zunächst einmal zu verdauen. Etwas Bewegung könnte höchstens von politischer Seite hereinkommen. Hier ist festzustellen, dass vor allen Dingen das Thema Handelskonflikte wieder auf die Agenda rückt und wichtiger wird. US-Präsident Donald Trump nutzt dieses offensichtlich als Wahlkampfthema und darum gibt es deutliches Säbelrasseln in Richtung China. Und zuletzt wurden auch die Zölle auf Aluminiumlieferungen aus Kanada wieder deutlich angehoben. Also von dieser Seite könnte es nochmal für Unruhe an den Kapitalmärkten sorgen.